So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir sind hier noch immer auf Route 116 und kämpfen jetzt gegen diese Göre, gegen die Ricarda. Wer hat's erfunden? Ricarda! Na, passt so halbwegs. Oh, jetzt haben wir... Oder ist Meryl schon vom Typ... Ja, ist schon vom Typ Fee, oder? Oder erst dazu Meryl? Nee, ich glaube Meryl ist schon... Doch, Meryl ist vom Typ Fee. Deswegen können wir das liebe Meryl nicht mal neutral treffen, da sowohl die Unlichtattacke Biss als auch Feuerzahn nicht sehr effektiv sind auf Meryl. Deswegen müssen wir halt zu unserem Mudpie überwechseln. Und ich hätte eine Frage an euch. Und zwar habe ich im vorletzten Part, war es der vorletzte Part? Ja, im vorletzten Part habe ich ein Shiny Tunnel entgegengenommen mit dem Megastein. Und einige von euch haben gesagt, ey Foka, nimm das doch ins Team, mach mal. Und da wollte ich einfach euch alle fragen, um euch alle zu berücksichtigen, soll ich das Shiny Tunnel ins Team nehmen oder eher weniger? Ja, entscheidet einfach, sagt mir, wollt ihr es im Team haben oder wollt ihr es nicht im Team haben? Ihr könnt entscheiden, das ist voll das interaktive Let's Play und jetzt sollten wir die erste Entwicklung, ja tatsächlich, die erste Entwicklung mitverfolgen können. So, die sieht auch richtig cool aus, kennen wir ja schon aus der Demo, ich nehme jetzt mal an, dass die nicht großartig geändert wurde, die Entwicklung an und für sich, beziehungsweise der Entwicklungsprozess, nee, sieht... glaube ich, gleich aus. Und da haben wir unser schönes Morabell. Sehr gut. Morabell oder allgemein Sumpex ist echt ein cooles Pokémon. Hat ja nur eine Schwäche. Die ist dann Lebensschuss. Bringen wir ihm auf jeden Fall bei. Anstelle... Ja komm, Lebensschell kann ich kurz behalten. Heule brauchen wir eh nicht. Hat ja nur eine Schwäche, nämlich Pflanzenattacken. Die Pflanzenattacken treffen dafür umso härter. Aber trotzdem, richtig cooles Pokémon eigentlich. Und jetzt schlagen wir hier mal kurz durch den Busch. So. Wie gesagt, wollte das Shiny Tunnel haben. Ich bin mir... Oh komm, ich renne. Das dauert mir zu lang. Ich habe 4-4-4 an erster Stelle. Ich bin mir einfach nicht so sicher, ob das Shiny Tunnel, wenn es später mal ein großes, ausgewachsenes Metagross ist, ob es da vielleicht nicht ein bisschen zu stark wird. Aber ich weiß es auch nicht. Ich meine, andererseits, wir haben auch 4-4-4-4 im Team. Ich meine, es ist zwar das süßeste und coolste Pokémon der Welt, weil es unser Pokémon ist, aber es ist jetzt von den Stats her nicht unbedingt... Oh, Steinpolitur. Also, es wird ihm nicht viel bringen, aber sieht trotzdem ganz cool aus. Morabell ist ja megamäßig groß, oder kommt es mir nur so vor? Also, wenn ich drüber nachdenke, wie klein Stalobor ist, dann ist ja Morabell ein Riese, der sich gewaschen hat. Ja, okay, Morabell wäscht sich auch, nehme ich jetzt einfach mal an, öfters mal. Also, wie gesagt, ihr entscheidet Shiny Tunnel, ja oder nein. Ich muss es nochmal wiederholen. Dieses Let's Play ist sowas von interaktiv. Ihr könnt einfach mitbestimmen, was ein Teammitglied werden soll. Ja, ihr könnt einfach nur Ja oder Nein sagen, aber so theoretisch könnt ihr mir ja immer Vorschläge machen. Und vielleicht nehme ich sie ja an. Das Ding ist, wenn ihr mir so einen Vorschlag macht, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, ich nehme Carpador ins Team. Und viele von euch schreiben, nimm doch Carpador ins Team und hatte sowieso von Anfang an vor, Carpador ins Team zu nehmen, dann habt ihr so das Gefühl, hey, Foka hat Carpador für mich ins Team genommen. Moment kurz, was ist der Beutel? Ist das der Beutel? Ja, das ist der Beutel, okay. Foka hat für mich Carpador ins Team genommen, dabei wollte ich es die ganze Zeit schon im Team haben. Das ist durchaus raffiniert. Am besten, ihr schreibt einfach alle Pokémon hin, die es in Höhen zu fangen gibt und sagt zu mir, ey Foka, nimm doch die ins Team und dann wird es so sein, dass ich auf jeden Fall mindestens ein Pokémon ins Team nehme, das ihr auch im Team haben wollt. Hat man das verstanden? Keine Ahnung, ich habe Zickzacks zerschneidet beigebracht, da wir das ja dank des Steinordens auch außerhalb von Kämpfen einsetzen können und das wollen wir uns natürlich zunutze machen. So, in diesem Part werden wir, beziehungsweise jetzt momentan bashen wir ein paar Trainer. Ist halt bei Pokémon ab und zu mal so, dass eine gewisse Strecke, beziehungsweise, ja doch, eine gewisse Strecke
voll mit Tränen gepflastert ist und die Tränen machen mir dann natürlich alle platt. Ey, der hat es überlebt. Ja, ja, hast du es überlebt, liebes Trossler? Oh, süß. Aber es hat sich versucht wegzuteleportieren, klappt natürlich nicht. Da so einem schönen und süßen kleinen, ich wollte gerade sagen Köter. Ich wollte gerade sagen Straßenköter. Aber unser Fifi ist doch kein Straßenköter. Es ist unser heißgeliebtes Schoßhündchen. Was können wir hier? Können wir hier? Gibt's hier? Nee, hier ist, damit wir, wenn wir nicht kämpfen wollen, genau. Da unten ist auch, wenn wir nicht kämpfen wollen. Aber wir wollen ja kämpfen gegen, was ist die? Auch so eine Schülerin. Ja, ich glaube, es ist Schülerin oder wie heißt die? Schulkind, ja. Schulkind Kerstin. Oh Gott, ich musste fast wieder husten. Es könnte sein, dass man da was gehört hat, aber vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten, wenn man was gehört hat. So, Kerstin. Da könnte ich auch Geschichten erzählen. Aber nee, das lassen wir mal lieber. Nein, Fü, sei nicht paralysiert. Oh nee. Ja komm, einfach, weil es, sonst ein bisschen zu eintönig ist, wenn ich jedes Mal Feuerzahn einsetze. Ey, das hat megamäßig viel abgezogen. Damit es nicht so, so einseitig ist, setze ich auch mal einen Biss ein. Ich meine, Feuerzahn ist zwar auch eine Art Biss, weil er zubeißt, aber ist ein bisschen andere Animation. Zickzacks, du willst Kopfnuss lernen? Nee. In Wirklichkeit, jetzt irgendwann werden alle meine Pokémon besiegt sein und haben nur noch Zickzacks. Und dann denke ich mir so, oh, habe ja immer den Zickzacks. Aber oh, leider habe ich ihm keine Kopfnuss beigebracht. Und genau deswegen sterben wir dann. So, was? Ich dachte, frag mich nicht, wieso ich das so gelesen habe, aber ich habe gelesen Wirbelwind. Es ist ja auch fast Wirbelwind. Fast. Naja, eigentlich gar nicht. Ey, das ist eigentlich fies, weil Erstauner kann uns ja flinchen lassen. Und wir sind ja schon paralysiert. Und das ist voll Paraflinch-Taktik. Dass die NPCs auf sowas kommen. Respekt. Also dafür, dass du ein Schulkind bist, spielst du besser Competitive Pokémon als so manch anderer 75-Jähriger. Na, ist jetzt nicht so erstaunlich, dass 75-Jährige nicht allzu gut Pokémon spielen, aber ich glaube, wir verstehen uns, oder? Wir sind auf einer Wellenlänge, Leute, oder? Wir sind alles so, keine Ahnung, was wir sind. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir auch öfter mal an, was da unten auf dem Bildschirm da zu finden. Hey, was? Nein, das wollte ich nicht. Lass mal in Ruhe. Was da... Ah, das Pokémon ist noch da. Was da zu finden ist. Und was ist das? Wir sehen schon. Könnt ihr es erkennen? Am Schwänzchen... Oder? Das könnte auch ein Trugschuss sein. Ja, es war ein Eneko. Okay, gehen wir kurz Pokémon heilen. Moment. Haben wir gegen den schon gekämpft? Nee, oder? Hä? Haben wir gegen den gekämpft? Ich glaube, ich bin nur den unteren Weg gegangen. I think so. Ein Flormel. Das hatten wir auch schon mal. Bei der Wetlock Challenge. Wir hatten sogar zwei Flormel in der Wetlock Challenge. Weil das erste leider verstorben ist. Rest in Peace, Flormel. Das zweite auch. Aber nicht als Flormel, sondern... Wisst ihr's? Als was ist das zweite Flummel? Moment, schauen wir kurz. Ah, komm, zeig dir. Zeig. Ja, das sollte so viel heißen wie: Oh, verdammt, wieso bin ich ins Gras gegangen? Eigentlich wollte ich nur schauen, was für ein Pokémon das ist. Und jetzt ist mir ein wildes Pokémon begegnet. Oh nö. So, ich wollte eigentlich kurz zum Pokécenter gehen, um meine Pokémon zu heilen. Und das machen wir jetzt auch schnell. Das habt ihr aber nicht erwartet, dass das so schnell geht, oder Leute? Nee. Da wart ihr jetzt überrascht, dass da ein Schnitt war und zack, sind unsere Pokémon geheilt und wir sind wieder hier. Oh, was mache ich nur? Pekko und ich haben gerade einen Spaziergang gemacht, als plötzlich dieser Schurk aufgetaucht ist. Der hat mir mein Liebling Pekko geklaut. Pekko, mein lieber Pekko. Meine liebe Pekko, sorry, nicht mein lieber Pekko. So, ja. Ist mir egal. Keine Arbeit, ist mir egal. Keine Wohnung, ist mir egal. Ah, schönes Lied, ich mag das Lied. So, jetzt sind wir im Metaflur-Tunnel. Der ist ziemlich tunnelig, aber sieht echt schick aus. Was mir nicht ganz so
Nee, was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass der Nebel da, den man so im Vordergrund so ein bisschen sieht, dass er so mit dem Bildschirm mitgeht. Also es ist einfach, man merkt, dass das ein Layer ist, also eine Schicht, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was ein Layer ist, so gesehen, die da drüber gelegt wurde. Und ich hätte es besser gefunden, wenn das halt so in der Höhle selbst drin gewesen wäre, versteht ihr? Was? Du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Ja komm, kämpf doch gegen mich. Da ist die liebe Pekko. Oh puh, jetzt habe ich das erst noch gelesen. Das Pokémon, das ich als Geisel genommen hatte, hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dann bin ich auch noch in diesem Tunnel geflüchtet, der eine totale Sackgasse ist. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Nee. Mach ich doch nicht, Mann. Wenn das Pokémon unnütz ist, dann gib's doch zurück. Sei ein lieber Schurke. So, er hat auch ein Fü-Fü-Fü-Fü. Ne, ein Fü-Fü-Fü-Fü-Fü-Fake. Das reimt sich Fü-Fü-Fü-Fü-Fake. Das ist, eine Alliteration. Ja, ist das in der Tat. So, gleich mal ein Best raushauen. Ich glaube aber nicht, dass sein Fifchen, ein Special Move namens Feuerzahn hat. Aber das ist der Kampf. Super süßes Hündchen gegen Straßenköter. Das super süße Hündchen ist übrigens mein Fifchen. Sein Fifchen ist der Straßenköter, falls ihr es nicht gewusst habt. Nur so als kleine Info. So, das Ding boostet sich so ein bisschen und schwächt uns gleichzeitig. Aber es ist uns egal. Das schnüffelt an mir. Junge, Mann. Ich habe hier überall mein Revier markiert. Also schnüffel nicht an mir. Uiuiui, das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden. Wenn wir noch ein paar Mal nicht treffen, dann so viel dazu, haben wir schon gewonnen. Das war ja easy peasy going. Als nächstes hätte ich eigentlich gern... Wir haben keinen weiblichen Pokémon bislang. Das ist ein bisschen schade Schokolade, aber nun gut. Sei es jetzt drum. EP-Teiler-Punkte, yay, Team Magma wurde besiegt. Erg, das ist wohl das Ende der Fahnenstange und meiner kriminellen Karriere. Wir sind gut. Wir haben den Schurken dazu gebracht, dass er mit seiner Schurkerei aufhört. Das ist einfach nicht fair. Der Boss meinte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Ich sollte nur ein paar Bauteile von der Devon Corporation klauen, mehr nicht. Wenn du sie so dringend wieder haben willst, dann nimm sie eben. Devon-Ware haben wir erhalten. Dankeschön. Und das Pekko nehmen wir auch gleich mit. Nee, es geht. Kannst du noch fliegen, Pekko? Pekko, ich bin so froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pekko verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Brack. Ich habe ihn Brick genannt, ich Idiot. Egal. Und du bist... du bist also Foka. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe vom Blüdenburgwald. Komm, Pekko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Wieso spreche ich ihn immer so weinlich? Keine Ahnung. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Kann das sein? Da ist tatsächlich eine Sackgasse. Ich hab's gewusst. Das liegt daran, dass ich Nosterafu bin. Oder so? Keine Ahnung. Ich labere einen Shot. Hast du was zu sagen? Spitze, der komische Typ. Boom. Stimmt, er hat nur den Weg jetzt hier in das Hütchen geebnet. Da sind ein paar Bauarbeiter drin, oder? Oh, wie cool, wir setzen uns einfach hin. Der Metaflor-Tunnel. Zuerst sollen wir mit einem großen Team und schweren Maschinen durch den Felsen brechen. Aber da müssen wir aufhören, weil unsere Arbeit offenbar negativ auf die wilden Pokémon in dieser Gegend ausgewirkt hätte. Und deshalb haben wir jetzt nichts mehr zu tun, außer hier faul rumzuhängen. Such dir einen Job, Junge. Aber gut, ich finde es echt cool, dass er sich einfach hinsetzt. Er setzt sich einfach hin, das ist echt cool. Ist doch aufgefallen, dass er sich einfach hinsetzt? Ist das nicht cool? Ist das cool? Wisst ihr, was cool ist? Ja genau, dass er sich einfach hinsetzt. Nee, ich finde es echt schön. Sind halt so kleine Details, die echt schnieke sind. Ich will jetzt auch nicht das in den Himmel loben. Wie gesagt, der Nebel im Metaflur-Tunnel, da hätte ein bisschen dynamischer sein können und nicht einfach so draufgeklatscht. Es sieht ganz hübsch aus, aber wenn wir uns bewegen, also sieht hübsch aus, wenn wir stehen bleiben. Wenn wir uns bewegen, ist das eine andere Sache. Aber gut, sei es jetzt drum. Bringen wir die Devon-Ware zurück, und holen uns vielleicht eine Überraschung ab.
Oh, und wie sieht's aus? Hast du die Devon-Ware? Du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großartiger Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen Superball schenken. Wow. Ein Superball. Ein Superball haben wir erhalten. Ich möchte dich außerdem bitten, mir kurz zu folgen. Komm mir nach. Ja, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ui, hübsches Gebäude. Aber das haben wir schon mal gesehen. Hier waren wir ja schon mal drin. Die haben uns nicht durchgelassen. Wir waren wohl zu uncool. Wird wohl so sein. So, was ist jetzt los? Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ich bin dir unendlich dankbar für deine Hilfe. Das war eine ausgesprochen selbstlose Geste von dir. Bitte warte hier einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Gibt es nochmal einen Kaffee oder was zu trinken? Unser Präsident möchte dich sprechen. Bitte folge mir. Ja, kann ich mich auch mal entscheiden, ob ich überhaupt mitgehen will. Bitte hier entlang. Ja. Du siehst irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich bin bereits voll im Bilde. Du hast einem unserer Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen, stimmt's? Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Aber als absoluter Ausnahmechef würde ich dich natürlich nie ohne Gegenleistung um etwas bitten. Gib mir doch bitte mal dein Pokémultinavi. Ja, okay. Da hast du's. Und was jetzt? Und wir haben die Funktion Videonavi erhalten. Sehr cool. Die Funktion, um die ich dein Pokémultinavi gerade erweitert habe, heißt Videonavi und ist ein Muss für jeden Trainer. Du kannst damit nicht nur Informationen aus aller Welt, sondern auch Mitteilungen zu den neuesten Ereignissen aus dem Traineralltag deiner Freunde empfangen. Im Gegenzug für dieses tolle Geschenk möchte ich dich aber, wie gesagt, um einen Gefallen bitten. Er bittet uns um was? Wir können euch mal aussuchen. Er hat uns ja die Belohnung schon mehr oder weniger gegeben. Das heißt, wir müssen es ja mehr oder weniger tun. Ich habe hier einen Brief für einen jungen Mann namens Troy. Wir bleiben Troy, den du in Fausthaufen finden solltest. Dankeschön. Wir haben schon von Troy was bekommen, nämlich einen Tannenhelm. Das ist nämlich von ihm. So, um nach Fausthaufen zu gelangen, musst du das Meer überqueren. Statte doch dem alten Seefahrer Mr. Bragg in seiner Hütte auf Route 104 einen Besuch ab. Er wird dir sicher helfen. Ich kann doch auf deine Hilfe zählen, oder? Wenn dir das jetzt zu schnell ging oder wenn du irgendein Detail vergessen hast, lass es mich wissen. Ich erkläre dir gerne alles nochmal. Das ist so ein kleiner Mafiosi-Trick. Wisst ihr, die geben noch Geld? So in dem Sinne, obwohl ihr gar nicht wollt. Und er hat uns jetzt dieses Videonavi gegeben, ohne dass wir es wollten. Und jetzt müssen wir ihm einen Gefallen tun, weil er uns ja dafür schon entlohnt hat. Das ist echt richtig Mafiosi-Style. Sorry, aber ist so. Also, ist so, wohin genau? Ist so. Okay, ich lasse es. Hashtag ist so, wohin genau? So, was machst du denn hier? Ah, Fossilien-Typi. Okay, ich habe keine Fossilien. Sorry, aber die haben endlich mal coole PCs. Hast du auch eine coole Grafikkarte? Nee, habe ich nicht. Schade, Schokolade. Die haben nicht mal so viele Mitarbeiter. Wieso haben sie so viele Schreibtische dann? Ja, okay, sie können sich's leisten. So, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich auch die neue Funktion... Ui, das ist cool. Ist mir das beim ersten Mal aufgefallen, als ich hier drin war? Ich glaube eher nicht. Wir gehen erstmal raus und schauen wir... Ach, hier übrigens, das ist ja Maike. Oh, Maike, was ist los? Wie geht's mit deinem Pokédex voran, Foka? Du wirst schauen, wie viele Einträge ich schon habe. Ich habe im Blütenburgwald ein Pokémon nach dem anderen gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ich bin im Blütenburgwald übrigens auch Mr. Breck über den Weg gelaufen. Ich wette, er war auf dem Weg zurück zu seiner Hütte. Bababa. Foka, bist du gerade hierher? Deswegen weiß ich, du vielleicht noch nicht, aber Mr. Breck war früher ein großer Seefahrer. Ja, danke für die Info. Jetzt soll ich euch natürlich das Videonavi mal zeigen. Ich habe auch keine Ahnung, was das macht, aber willkommen beim Videonavi. Mit uns bist du stets auf dem Laufenden. Ja, weiter. Street Pass. Nee, muss jetzt nicht sein. Will ich jetzt nicht aktivieren. Danke. Das war eine tolle Funktion. Übrigens das andere, was wir schon bekommen haben. Hier sind die Nachrichten aus Höhen. Mit deiner Eilmeldung. Soeben erreicht der... Das können wir jetzt hier lesen. Da, Pekko. Ja. Wissen wir ja schon. Hier das andere Ding, was wir erhalten haben, ist einfach... hier dieses Spiel-Navi ist einfach... Sind einfach die Funktionen aus X und Y. Hier mit dem PSS, mit dem Pokémon Ami und mit dem Supertraining. Muss ich auch aber jetzt hier nicht unbedingt...
unbedingt zeigen. Oder ich glaube, ich bleib mal bei dem Pokémon. Oder nee, lass mir mal Nachrichten. Oder? Lass mir mal kurz die Nachrichten und dann irgendwann können wir ja wieder zurücktauschen. Jetzt geht's auf nach Faust auf Hafen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann gehen wir dort auf den Weg dahin zu Mr. Bracker erst einmal. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn so, werden wir doch wieder. Würde auch mal über Feedback freuen und dann. Oh Gott, ich kann nicht sprechen. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.